glücklicher, gesünder und länger leben durch gut gepflegte Beziehungen. Herzliche Einladung, deine Beziehungen zu pflegen. Welche Beziehungen hast du? Sind dir bewusst, in wie vielen Beziehungen du lebst? Unser ganzes Leben ist ein Zusammenspiel von Beziehungen. Und die wichtigste Beziehung, wie ich immer betone, ist die innere Beziehung zu dir. Deine mentale, gedankliche, deine emotionale, deine Herzbeziehung, auch die Beziehung zu deinem Körper. All das bestimmt die Art und Weise deiner Beziehungen zu dir, zu anderen Menschen. Zu deinen Eltern, wenn sie noch leben, zu deinen Geschwistern, wenn sie noch leben, zu deinen Freunden, zu deinem Partner, zu deinen Kollegen, zu deinen Nachbarn, zu deinen Kindern, ob sie klein sind oder groß sind, und noch anderen Verwandten, zu all diesen Menschen hast du eine Beziehung. Ob du sie pflegst oder nicht, sie ist da. Selbst die Beziehung zu deinem Bruder, von dem du sagst, der ist für mich schon gestorben, mit dem rede ich 10 Jahre nicht mehr, hast du eine Beziehung. Und all diese Beziehungen, egal welche Qualität sie haben, beeinflussen deinen feinstofflichen Körper, dein Inneres, dein ganzes Leben. Es gab eine sehr aufsehenerregende Studie, die jetzt schon 75 Jahre läuft an der Universität Harvard. Und unten drunter unter unserem Video kannst du einen Link ansehen und einen Professor Robert Waldinger wahrnehmen und hören, der von der Studie erzählt. Er ist schon der 4. Direktor dieser Studie. Und erzählt sehr warmherzig in seinem Englisch über das, was sie da erlebt haben. Und ich finde das sehr berührend, dass hier wurden über einige Männer, 650 Männer wurden untersucht über jetzt 75 Jahre. 60 davon leben immer noch. Und die wurden aufgeteilt. Es waren Männer aus sehr wohlhabenden Familien und Männer aus Familien, die, wie man sagt, kaum eine Chance hatten auf Aufstieg. Und das Entscheidende und Aufsehenerregende war, dass ein Faktor, der ganz wichtige war, was ihre Gesundheit, ja die Länge ihres Lebens und die Freude in ihrem Leben bestimmte, und das war die Qualität ihrer Beziehungen, ihrer gepflegten Beziehungen zu all den Mitmenschen, ganz besonders auch zu Freunden, aber auch ganz besonders zu Familienmitgliedern, heißt zu ihren Geschwistern, die oft noch lebten. Und da beobachte ich bei uns sehr viel Krach, Zwietracht, Nichtreden, Schweigen. Erst dann, wenn es was zu erben gibt, dann kommt die Wahrheit meistens ans Licht und die Wahrheit sieht dann sehr konfliktträchtig aus. Deswegen meine herzliche Empfehlung, prüf mal, ob du bereit bist, zu schauen, welche innere Beziehung existiert heute zwischen dir und allen Menschen. Wir leben hier in lauter Beziehungen. Und die Beziehung ist nicht einfach so statisch, so wie sie ist, sondern die möchte wie ein Wesen gepflegt werden. Frage, hältst du Kontakt zu deinen Freunden? Was tust du für das Lebendige in deinen Freundschaften? Was tust du für die Beziehung zu deinen Geschwistern? Oder zu deinen schon erwachsenen Kindern? Oder zu anderen Verwandten? Es ist deine Herkunftsfamilie und es ist kein Zufall, dass du aus dieser Familie hervorgegangen bist. Aber gerade da eben, wo wir eng beieinander waren, da gibt es oft den größten Krach, da gibt es langanhaltendes Schweigen, Ausgrenzung. Und da, wo sowas geschieht, das hat mit dir und deinem Innersten zu tun. Das beeinflusst dich. Solange du Krach mit deinen Geschwistern hast, nicht mehr redest, geht das auf die Gesundheit deines Körpers. Gute Beziehungen, liebevolle Beziehungen brauchen, wie gesagt, die Pflege. Und du darfst dich entscheiden, bin ich bereit? Und es ist nicht immer leicht, den Kontakt zu halten. Na, viele, ich habe letztens wieder einen Taxifahrer gesprochen, der sagte, also immer wenn ich muss dem anrufen. Ich habe 2 Geschwister, eine Schwester und Bruder. Und wenn ich anrufe, dann haben sie auch zurückgerufen. Wenn ich nicht mehr angerufen habe, dann haben sie nicht zurückgerufen. Und aus Groll darüber hat er dann auch nicht mehr angerufen. Was ist das Ende des Lieds? Keiner redet mehr mit keinem. Das ist Kinderdenken. Die Kinder in uns sind oft sauer und sagen, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Das ist selbstschädigendes Verhalten. Darum mach dir bewusst, welche Beziehungen spielen bei dir in deinem Alltag überhaupt eine Rolle? Welche Beziehungen lebst du aktiv? Welche Beziehungen pflegst du? Und was tust du liebevoll zur Nährung deiner Beziehungen mit Familienmitgliedern, mit Kollegen, Ex-Kollegen, mit Freunden, mit Nachbarn? Bist du jemand, der gerne mit anderen Menschen zusammen ist und der eine Freude ist für andere Menschen? Bist du
ein Segen für alle, die dir begegnen? Das hängt von dir ab. Und ganz besonders natürlich davon, wer du dir selbst gegenüber bist. Ob du mit Freude, Dankbarkeit und Liebe dir gegenüber und dem Leben gegenüber durchs Leben gehst. Meine herzliche Empfehlung. Sei ein Segen für alle, die dir begegnen und pflege deine Beziehungen.